Hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen Montag zu einer weiteren Ausgabe hier in der Milliarden-Challenge von der Nordfriesischen Marschöhrnach. Und in der letzten Folge haben wir uns Kühe angeschafft. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die Kühe auch mal füttern, damit da erstmal Futter reinkommt. Damit die auch glücklich und zufrieden sind. Bin mal gespannt. Denke mal, Milchfutter haben wir eigentlich genug. Dann sollten wir die 200 Kühe mit voll kriegen. Aber da hat sich ja auch einiges geändert. In diesem Prinzip. Man kann ja jetzt nicht mehr ohne Ende hier Heu, Silage, Mischration. Da. So. Nehmen wir mal den Strohballen hier wieder und packen ihn in den Strohhäcksler. Oder wir können auch hier vorne hin packen. Der ins Lager eingezogen und ja, wie gesagt, wunderbar. Dann müssen wir Kompost hier abholen oder Kompost an einigen Stellen. Kann man auch noch einsammeln, müssen wir mal gucken. Aber wir kümmern uns heute erstmal im Vordergrund hier um die Tiere. So, sollte jetzt Mischration übrig bleiben, dann werden wir die verkaufen. Die kann ich nicht wieder hier reinkippen. Ja, auch noch so eine Sache. Ja, am Mittwoch gibt es dann mal wieder das Fazit der 11. Staffel. Und ja, wollen wir auch noch mal überlegen. Das eine oder andere dazu. Auch wie es dann jetzt im Winter weitergeht. Also im Winter wird es auf jeden Fall weitergehen. Mal gucken, ob wir jetzt eine ganze Staffel Winter machen. Oder ob, ne, das überlege ich mir jetzt noch. Denn eins muss auch klar sein, im Winter wird es nur Holzfällen geben, was anderes wird es hier nicht geben. Feldarbeit, hier werde ich jetzt gucken, dass ich die jetzt im November hier noch fertig kriege. Mischration, die kommt schon mal hier hin, das ist ja schon mal schön. Gucken wir mal. Hühnchen. Scheint der andere Stall zu sein. Das scheint hier da zu sein. Mischration. Also was hier fehlt, ist Heu und Gras. Ach, hier muss er noch Heu rein. Das auch noch. Eieiei. Spannend. Da bin ich aber gespannt. Aber hier geht ordentlich Futter rein. Also das heißt, da müssen wir noch mal abholen. Gut. Ja, wie gesagt, Feld 40, da muss ich mal das Gelände anpassen und ja. Aber vielleicht gucken wir jetzt gleich nochmal, dass ich vielleicht zum Ende hin nochmal da die Schafe noch platziere. Wir haben kein Gras, ne? Aber wir hätten Heu. Also von daher wird das schon gehen. Schafe nehmen ja Heu und Gras. Also das hier ist Kuhstall 1. Ach so, da
Ich ins Baummenü gehen, ne? Um die Namen zu ändern. Okay. Die Frage ist halt, wenn ich jetzt da Stroh, Heu und Silage hinbringe, produziert er das Futter selber und füttert dann selber die Tiere oder wie läuft das? Also das könnt ihr doch gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich sage mal, ne, ich glaube jetzt nicht, dass wir eine halbe Million hier an Futter bis zum Ende der Staffel, also bis morgen mit Sicherheit, also ne, bis am Mittwoch mit Sicherheit nicht. Und ich denke mal doch, dass ich bis dahin nochmal auf die Kommentare eingehen kann. Da ist er schon wieder voll, können wir schon wieder rüberfahren. Wunderbar. Bisschen Silage. Müssen gleich mal gucken. Vielleicht. Ich sag mal, die Kühe wollte ich jetzt reproduzieren lassen. Werde ich also nicht mehr als 100 kaufen. Aber zum Start in jedem Kuhstall 100 Stück, würde ich sagen, das reicht da erstmal. Ach genau, da wollte ich mal gucken wegen Mist. In dem Miste, es rappelt in der Kiste. Da wollte ich auch nochmal gucken. Ach, Kuh, ach, Entschuldigung, du musst aber jetzt wegen mir nicht aufstehen. Also. So, jetzt einmal, so, genau, bauen. So, das ist Kuhstall 1. Wollen wir eben schnell hier Leertaste umbenennen. Und nennen den hier Kuhstall 1. Zurück. Und dann gehen wir auf den. Umbenennen. Und nennen den hier 2. Und zurück. Da haben wir das auch schon mal. Dann gehen wir. Achso, jetzt wollte ich doch. Ah, genau. Jetzt wollte ich doch mal so bauen. Ist das unter Silos? Ist das hier? Eben schnell gucken, ja. Genau, hier haben wir noch Fettmods Mist. So. Und das jetzt hier. Weiter weggehe. Hä? Irre Reichweite. Hä? Bisschen komisch. Ach, 2 Millionen. Was ist das hier? Hä, was ist denn der Unterschied zwischen dem und dem? Naja, okay. Sagen es so richtig hier, oder? Dann würde ich sagen, packt man das so hier hin, oder? Hier. Einmal hier. Gut. Dann sollte er jetzt auch Mist produzieren, oder? Aber die Geschwindigkeit ist jetzt ein bisschen sehr langsam hier. Verbunden mit Kuhstall 1 und 2. Oh, okay. Naja, okay. Er ist nicht gerade so das, was ich wollte, aber egal. Haben wir auf jeden Fall jetzt hier auch Mist. Sehen wir auch in der Anzeige irgendwie. Wollen wir hier gucken. So, Stroh. So, was hier noch fehlt, ist Wasser. Wo kommt denn hier Wasser rein? Freunde, wo kommt hier Wasser rein? So, Gülle, Heu, Silage, Stroh, Mineralfutter. Ach, Mineralfutter kommt hier auch rein. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Okay. Dann schicken wir den mal hier zur Mineralfutterproduktion, würde ich sagen. Mineralfutterproduktion. Beladepunkt. Da haben wir doch.
Hier ist aber mal Betrieb jetzt. Okay. Hier hat er jetzt gleich gewendet, also fertig. Der ist ja auch fertig, das heißt, den können wir jetzt hier auf Feld 74 schicken. Laden, Feld 74. Feldarbeit 14,80 Meter, da haben wir doch. Kurs laden, aktivieren, zurück und go. Sehr schön, ist der auch schon unterwegs. Wasser, wir benötigen Wasser. Okay, also mal gucken. Warte mal auf hier. Ja, muss noch einmal laden, wa? Kalk hier. Scheint hier wunderbar zu passen. Sehr schön. Ich sage, nehmen wir jetzt mal Andy. Wie lange spielst du eigentlich schon das Essen? Da gehe ich dann. Ja. Tue ich schon gestern. Seit vorgestern. Beladepunkt. Wo haben wir es hier? Ach, das ist Ablade. Ja, Beladepunkt. Heutrocknen. Ah, hier ist er fertig. Das ist ja schon mal schön, dass er hier fertig ist. Das heißt, da müssen wir warten, bis er da oben im Kalken fertig ist. Wie sieht es hier aus? Haben wir hier mittlerweile einen dritten Ballen? Nö, haben wir noch nicht. Okay, hier können wir gleich Ballen einsammeln. Der ist jetzt gleich da. Wunderbar. Übernehmen das mal eben. Der ist gleich fertig. Das heißt, wenn er oben im Kalken fertig ist, dann kann er da runter auf Feld 2 gehen. Hier ist er gleich fertig mit Wenden. Dann schicken wir den von hier aus zu Feld 31. Der ist auf dem Weg zu Feld 74. Das ist schon mal gut. Der ist fertig. Auch wunderbar. Das heißt, dann können wir damit mal rüber zu den Kühen fahren. Bin nur mal gespannt, wo das Wasser da reinkommt.
Aha, hier kommt das Wasser rein. Sehr schön. So, ja klar, sehr prickelnd hier hingestellt. Gucken bei den Tierchen, wie sieht's aus? Ah, okay. Spannend, wie viel Wasser da jetzt reingeht. Ah, der ist an der Heutrocknung angekommen. Sehr schön. Deckel auf und. Ach nee. Boah, Wahnsinn. Also, das ist ja mal hier. Das muss ich nochmal ändern. Also. Wie? Das war's schon? Mehr ist da nicht drinne? Oh. Ja, ganz voll ist er nicht, aber egal. Aber jetzt liegen sie da rechts rum. Puh, ist eigentlich egal, oder? Spot wie Deckel. Naja. Ich glaube, hier geht's schneller, weil auf der anderen Seite hält es da Autoläufe auf. Also wie gesagt, wir, ne, werden uns am Mittwoch wiedersehen. Da gibt es nochmal ein Fazit und dann endet auch diese Staffel hier. Und danach werde ich erstmal weiterspielen, abseits der Kamera wieder hier. Also, ne, dass ich also nicht aufnehme, sondern wird dann erstmal Feld 40, 41 da oben zusammenlegen. Aber ich wollte ja noch, das müssen wir mal gucken, ob wir jetzt vielleicht in dieser Folge sogar noch schaffen. Da oben schon mal die Scharfstelle irgendwie. Da platzieren, mal gucken. Schauen. So, jetzt frage ich mich nur, wo das Mineralfutter reinkommt. Aber ich vermute mal, es kommt hier rein, oder? Also zumindest mal in den Standardtierstellen kam es hier rein. Oh, Wasser ist gerade mal zur Hälfte gefüllt. Hier kommt das Mineralfutter rein. Na, das ist doch schon mal super. Schicken wir den mal hier zum Gewächshaus 3. Angekommen ist, kann man eben schnell selber um die Ecke fahren, damit er da Wasser laden kann. Der ist da schon mal angekommen. Boah, hat aber nicht viel Mineralfutter genommen hier, wa? Alles gut, na gut, Jan. Habe ich dir doch etwas sehr unglücklich hier platziert. Kuhstelle jetzt doch hinten noch ein bisschen Platz lassen sollen. Ah, egal. So, wird das ja am Kuhstall angezeigt? Mineralfutter? Nee, ne? Wird überhaupt gar nicht hier angezeigt. Wasser 250.000 Liter, okay. Das heißt, müssen wir da noch Wasser hinbringen. Jetzt müssen wir eben schnell gucken, wo wir Mineralfutter hier verkaufen können. Können wir den besten Preis eben schnell gucken. Da Mineralfutter.
Besten Preis kriegen wir aktuell beim Bahnhof. Okay. Bahnhof. Verkaufsstellen. Bahnhof. Oh yes, Maria. Sollte aufgetankt werden, blockiert, jetzt jeder wieder los, ey. Ah, okay. Ja, das ist ein Zaun. Das ist sehr ungünstig, dass da ein Zaun ist. Aber der dürfte jetzt ja gleich fertig sein. So, Arbeit beendet. Ach, das war der auf Feld 74, okay. Löschen. Laden. Jetzt müssen wir gerade gucken, habe ich überhaupt auf Feld 31 einen Wendekurs? So, eben schnell schauen. Nope. Was ist das denn? Was ist das denn für eine Blödsinn? Ach Quatsch, wo gehe ich denn hin? So, so, Feld 31. Job erstellen. Soll er hier aufhören? Zwei Vorgewände, 25. Bahnen, weich, 0,4 und go. Wunderbar. Zurück. Ja, 14,8 Meter. Ach, der ist schon hier angekommen. Der ist ja schon am... Ach, wie schön. Wieder gesehen. Arbeit beendet. Wer hat denn hier sein... Ach so, der ist hier fertig. Okay, das heißt, dann können wir den ja auch auf Feld 74 jetzt schicken. Mir Feld 74, da hammert. Großladen aktivieren und hier gehen wir auf Feld 74. Und tschüss. Den können wir schon. Moment, wir müssten den mal eben hier reinbauen. Geht na klar wieder nicht. Das hier auf Edit gehen. Okay. Und tschüss. Ach hier, habe ich eine Arbeit beendet. Ah, das ist der hier. Okay. Sehr schön. Fahrer tanken, ja, Fahrtank. Macht das. Sei sie gut und tue das. Aha, der ist auf dem Weg zu Feld 31. Wunderbar. Der ist hier schön am Schwaden. Ah, der ist wieder hier angekommen. Wunderbar. Fahren wir eben hier um die Ecke. Mal eben Wasser aufladen. Der Wasser. Ach, der holt sich den letzten Kalk für das Feld. Er vertanken, okay. Ah, okay, hier wollte ich Heu laden. Oh, wenn es Krone, das ist der N. Jetzt hier mit einen dritten Ballen? Ne, immer noch nicht. Ja, was ist das denn für ein Ärgernis hier?
Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Oh, erstmal schnell Ballen hier sammeln. Ich wollte dann in dieser Folge noch die Schafstelle noch platzieren. Moment mal. Da machen wir jetzt als erstes. Damit das auch in dieser Folge wirklich noch passiert. Gehen wir jetzt hier hoch. Wo war das hier, was ich da machen wollte? Hier hinten, ne? So. Und dann wollte ich da hinten die Schafstelle platzieren. Dann gehen wir hier auf Tiere, Schafe und dann nehmen wir das hier, ne? Oder? Ah ne, Moment, das hier. Uiuiui, ist ja doch ganz schön groß. Moment. Aha, jetzt sind wir auch hier im Rastermodus. Wunderbar. Achso, ich müsste dafür. Ne Moment. So, Land bauen, Landschaft anpassen. Achso, V. So. Diese Bäume, was ist denn für ein Blödsinn hier? Ja, auf F4 gehen. Mal aufpassen, wie die Straße da oben jetzt nicht ganz weghämmern. So. Jetzt gehen wir hier rüber. Sehr schön. Haben wir das hier schon mal? Soll noch hier rüber gehen? Also ne, diese Ansicht habt ihr nur, wenn ihr auch die Konsole aktiviert habt. Sonst geht das nicht. So, mal gucken, dass ich dazu noch ein Video mache. Hatte auch im letzten Jahr eigentlich noch das eine oder andere Video aufgenommen. Durch die Umstellung des Rechners ist mir allerdings ein, zwei Videodateien verloren gegangen. Habe ich irgendwie nicht daran gedacht, die mit zu sichern. Also kann man wunderbar sehen, dass alles auf einer Höhe ist. Für die Schafe reicht das jetzt erstmal. So, eben hier schnell noch malen. Dazu gehen wir mal wieder in diesen Modus. Und dafür gehen wir jetzt hier hin. Ah, ein bisschen größer hier. Wir werden in dieser Folge auf jeden Fall jetzt noch hier eben schnell die Schafe hier platzieren. Das werden wir auf jeden Fall jetzt noch machen. Also das wird auf jeden Fall jetzt hier noch passieren. Auch wenn die Folge eigentlich schon zu Ende ist. Aber heute wollen wir ein bisschen Überlänge machen.
würde ich sagen, setzen wir hier noch zwei Schafställe hin. Haben wir natürlich hinbekommen, aber ich denke mal doch. So, Tiere, Schafe, dann gehen wir hier rauf. Steht sie den Rastermodus an? Ja, ah, doch, habe ich dann. Gut. Ja, schon. Mal zwei Stück hier hinsetzen, oder? Ne, wir setzen einen hier hin. So. Setzen wir den hier hin, würde ich sagen. Ersten hier. Und den zweiten setzen wir dann hier hin. Kann man vielleicht sogar drei hier hinbekommen, wa? Weil wir gucken. Ah, ich hasse es. So. Dann setzen wir noch einen hier rüber. Setzen wir hier hin. Und dann ist alles gut. Dann haben wir hier auf jeden Fall jetzt drei Schafställe. Und dann müssen wir gucken, ob wir da noch ein paar Tierchen reinkriegen. Wollen wir auch noch eben schnell. So, Moment, wir müssen erstmal Wiese malen. Hallo, stopp. Halt, stopp. Machen wir jetzt auch noch eben schnell. So, geht hier auf Pflanzen, dann geht er hier vorne auf Wiese. Dann machen wir das Ganze jetzt hier mal größer. Und dann malen wir hier Wiese in dieses Tiergehege. So, damit die Schäfchen hier auch was zu fressen haben. Wir jetzt gleich hier rein tun. Weil dank Animal Grazing fressen ja das Gras hier von der Weide. Daher müssen wir uns nicht so oft um diese Tiere hier kümmern. Hier auch noch. Ich weiß gar nicht, wie viele Tiere passen jetzt hier eigentlich in den Stall. Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Aber egal. Egal. Aber ein bisschen weit und zu viel. Gut. Haben wir das auch. Dann würde ich sagen, gehen wir mal eben schnell hier drauf. Und dann kaufen wir mal eben schnell. Was sind jetzt hier die besten Schafe? 8 Monate sind, können die fortpflanzen. Schafe produzieren Wolle. Ja, das ist ja super. Und welches ist jetzt hier der produktivste? Egal, wir nehmen mal hier das alpine Steinschaf oder ist das hier besser? Naja, egal. Wir nehmen mal das hier. Sagen wir auswählen. 500 gehen hier rein. Dann kaufen wir 50, würde ich sagen. Ja, doch noch ein bisschen länger spielen, also gehe ich davon aus, dass sie sich auch irgendwann mal reproduzieren werden. Kaufen, ja, okay. Dann gehen wir auf den nächsten Stall. Müssen wir da Wasser oder irgendwas hinbringen? Nahrung, Stroh, Wasser. Ach, Wasser muss ich auch noch hinbringen. Ja, jetzt mal, ja. Ja, muss ich mal gucken. Wenn ich hier vorne ins Waschbecken, oder? Auswählen, kaufen, ja. Okay, haben wir hier auch schon mal drin. Wunderbar. Und da vorne dann auch noch. Hier gehen wir auch auswählen, kaufen. Ja, also, damit sind die Schafe auch zurück. Und für alle, die hier bis zum Ende dran geblieben sind, die sind auch ein bisschen belohnt worden diesmal. Und ich sage wieder danke fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder am Mittwoch um 17 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche, einen schönen Montagabend. Macht's gut, euer Andy und bye bye.